Moin Moin Leute und ein herzlich willkommen auf Kanal vom Telly. Von mir, ne? Ja, genau. Heute gehen wir mal eine Beta 125 RR. LC heißt die, glaube ich, noch, für Liquid Cooled, also wassergekühlt. Und das halt schon eine Supermoto quasi. Ist auch nicht meine, ist von meiner Freundin, der Cousin. Die haben wir quasi zusammen gekauft, also er hat das Geld gegeben. Ich habe gesagt, ich repariere dem ein bisschen was, mache dem ein paar Sachen neu. Und zwar, ja, die Verkleidung war mal, also da war mal eine andere Verkleidung drauf, wie man hier unschwer erkennen kann. Hinten sah das schon so weiß und voller Kratzer und so abgefuckt aus. Dann haben wir vom Polysport den Plastiksatz gekauft. Hat an sich soweit ganz gut geklappt. Also hier hinten kann man ganz einfach Plastik wechseln. Hier haben wir von der alten noch das genommen. Das war noch top in Schuss und das neue hat auch nicht so gut gepasst. Keine Ahnung, da hat sich irgendwas geändert oder so. Hier haben wir nur das Dekor abgezogen. Das war auch schon schwarz. Hier haben wir auch nur das Dekor abgezogen, weil das neue Plastik, was hier eigentlich dran kommt. Ich weiß es nicht, doch ist die richtige Seite. Es wäre das hier gewesen, aber wie man so schon erkennen kann, das wird gar nicht passen. Also das ist Schmutz, Schmutz. So, vorne haben wir umgebaut auf eine neue Lichtmaske. Jetzt fragt mich nicht, ob das von dem ganz neuen Modell ist, aber auf jeden Fall sieht es viel besser aus. Den Kotflügel hier vorne haben wir natürlich dann auch übernommen, weil wenn ihr das auch so umbauen wollt, habe ich mal hier den alten Kotflügel. Und der wird hier rein befestigt und der neue hat das ein Stück weiter vorne. Also wenn ihr auch die neue Maske fahren wollt, dann müsst ihr auf jeden Fall den Kotflügel vorne besorgen und dann noch die andere Maske. Ist ja klar, wenn ihr die fahren wollt. Ja, hat an sich einigermaßen gepasst. Habt dem dann noch vorne diese kleinen Blinker hier dran gemacht. Weil die alten von den Anschraubpunkten hier hätten auf jeden Fall nicht gepasst. Man hätte da sich selber was bauen können oder so. Aber wer will schon so Löffelblinker haben? So sind die sehr unauffällig. Aber wenn man jetzt... Warte, ich mach mal Zündungen. Wenn man jetzt blinkt, man kann es klar und deutlich erkennen. Ich denke, da muss auf jeden Fall noch für die LED-Blinker so ein extra Relais rein. Das haben wir natürlich noch nicht. Hinten kommen die gleichen Blinker dran. Weg mit dem Döschen. Und ja, ich mache jetzt noch Kleinigkeiten. Ich habe den Krümmer hier ausgebaut. Der sieht schon ein bisschen abgeranzt aus. Hier hat schon mal jemand versucht, da mit Silber irgendwie drüber zu sprühen. Dann war der Rahmen hier ein bisschen vermackt, würde ich jetzt mal sagen, und weil die da drüber gejaucht haben mit der silbernen Farbe über den Krümmer, war hier ein bisschen silberne Farbe. Ich habe das leicht ein bisschen mit Schleifvlies angeschliffen, habe dann Bremsenreiniger alles entfettet, habe das ein bisschen abgedeckt hier, bin da ein bisschen drüber gegangen und sieht wieder aus wie neu. Ja, ich schleife jetzt auf jeden Fall mal den Krümmer ab. Dann nehme ich mir ein Schleifpapier mit, keine Ahnung, 120er Körnung, mache das mal alles blank. Und dann werde ich den mal ein bisschen schwarz matt lackieren, ne? Auspuff ist jetzt fertig angeschliffen. Vorne, wo die Dichtung drauf sitzt, die in den Zylinder geht, habe ich das abgeklebt, weil wofür soll man das da lackieren? Das ist Schwachsinn so. Angeschliffen mit Bremsenreiniger abgespült und mit der Farbe werde ich das jetzt lackieren. Die ist bis 800 Grad. Also ich habe schon ein paar Krümmer mal lackiert und diese 800 Grad, also das war eigentlich immer... Das hat auf jeden Fall gereicht. Und ja, das Ganze jetzt gut schütteln. Ich habe hier eine kleine Heizung stehen, habe die Dose schön warm gemacht. Werde das Bauteil, also den Krümmer jetzt auch noch ein bisschen warm machen oder so. Und dann werde ich das lackieren. Im ersten Zug erstmal leicht abdeckend, dann antrocknen lassen und dann nochmal ein zweites Mal drüber. Und wenn mir das dann immer noch nicht 100% gefällt, dann geht man halt nochmal ein drittes Mal darüber. Ich habe den Krümmer jetzt lackiert, ist auch, finde ich, ein gutes Ergebnis geworden. Bin da jetzt dreimal drüber gegangen. Ja, also finde ich, sieht echt gut aus. Das Blech muss noch ein bisschen trocknen,
Ich werde den Krümmer jetzt gleich wieder montieren. Und dann werde ich euch das Ergebnis mal zeigen, nicht? Krümmer ist jetzt montiert. Hier fehlt noch dieses Blech, was hier drauf kommt. Das muss noch ein bisschen trocknen. Finde ich, sieht optisch sofort viel besser aus. Klar, wenn es hier weitergeht an den Auspuff, da ist halt Stahl poliert oder wie der Rad heißt. Ja, Auspuffanlage ist ein, also der Slip-on-Endschalldämpfer ist ein GPR Exhaust System. Yeah. Ja, das war halt eigentlich schon im Video. Kann auch mal eine kleine Soundprobe machen, ne? Soundprobe. Wo hört sich das Ding jetzt an? Ich weiß nicht, ob man mich jetzt hört. Der B-Killer ist auch noch drin, aber ich finde... Boah, ich finde auf jeden Fall, dass die 125er, die hören sich immer richtig verboten an, wenn die einen anderen Endschalldämpfer drauf haben, aber der Endschalldämpfer hat wohl auch Papiere. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und dann nehme ich euch bald mal wieder mit hier auf Tellys Reisen, nicht? Bis später. Ciao, ciao.